Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Hauptprojekt, Lords of the Fallen. Und ja, ich bin hier mittlerweile schon in der zweiten Aufnahme, denn, lustigerweise, sieht man in der ersten Aufnahme ganz toll, wie ich meinen Outer City-Pegel hoch und runter treibe. Ja, von daher waren die ersten 1,5 Stunden für einen Arsch. Ja, aber das macht nichts, denn ich bin nicht sehr weit gekommen in 1,5 Stunden, denn ich musste nämlich alles komplett lernen und auch schmerzhaft lernen, denn ich bin echt ab und zu total verzweifelt. Also stellt euch mal drauf ein, dass ich das ein oder andere Mal sterben werde, weil ich habe das nämlich noch gar nicht so raus. Gespielt wird das alles hier auf dem PC mit einem Xbox-Controller und ich habe den Gamma-Wert mal ein bisschen höher gestellt, weil es ist ein sehr, sehr düsteres Spiel. Und wer YouTube kennt, der weiß, ihr würdet gar nicht sehen, wenn ich den nicht hochstellen würde. So, und dann starten wir mal ein neues Spiel, indem wir uns erstmal eine Klasse erstellen. Wir hätten zur Auswahl 3 Magieklassen. Die Prügel, die Täuschung und den Trost. Die haben halt alle dann unterschiedliche Zauber. Trost hat halt hier so Obdach, Besonnenheit und Bestrafung, während die Täuschung dann Phasenwechsel, Stich und Mimikry hat. Das Gebet, das haben alle 3. Und die Prügel, die haben Rage, Erdbeben und Rammen. Wobei ich persönlich, glaube ich, zu den Prügeln tendiere. Und dann kann man sich quasi aussuchen, den Ausrüstungsstartwert. Und die unterscheiden sich dann auch ein klein wenig im Wert, wie man sieht. Wir hätten das Schurken-Set, das Kleriker-Set und das Krieger-Set. Wobei der Krieger hier natürlich Gewicht total schwerfällig ist. Der Kleriker so ein bisschen das Ausgewogene zwischen Schurke und Krieger ist und der Schurke natürlich so ein leichter, tänzender Typ ist, aber halt nichts einstecken kann. Ich glaube, ich bevorzuge dann den Kleriker, diese Mischung aus Schnelligkeit und Rüstung, und würde sagen, wir stürzen uns komplett rein und starten mal durch. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Warte, wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Ich
Wir sind endlich da. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu ruhig. Selbst für ein Kloster. Warte. Hallo. Ja, wir steigen ja direkt ein ins Geschehen. So, Grundlagen. Gegen einen Roger anzutreten ist eine große Herausforderung. Um die Grundlagen zu erlernen, nähere dich dem Marodeur direkt vor dir mit dem linken Stick. Und wenn wir jetzt keine Hilfe brauchen, drücken wir B, aber wir hätten gerne Hilfe. Hallo. Fokus. Die erste Regel im Kampf lautet fokussieren. Um deine Sinne und die Kamera auf einen Gegner zu fokussieren, drücke jetzt RS. Achte auf die zwei Klammern, die um die Trefferpunkte des Gegners erscheinen und den Signalton. Diese Strategie wird von unerfahrenen Kriegern oft vergessen. Blub. Der einfachste Weg, nicht getroffen zu werden, ist zu blocken. Um dein Schild zu heben, musst du Dingsbums drücken und gedrückt halten. Nur manche Schilde können jeglichen Schaden blocken. Das Verhalten deiner Gegner folgt denselben Regeln wie dein eigenes. Sie können benommen gemacht werden, wie es der Marodeur ist. Dies ist das perfekte Zeitfenster für einen Angriff. Versuche einen schnellen Schlag mit Dingsbums. Waffen ermöglichen unterschiedliche Angriffe, von denen sich nicht alle für jedes Zeitfenster eignen. Jetzt nicht aufhören. Wenn du Dingsbums erneut drückst, folgt der nächste Angriff sofort. Ausweichen ist ebenfalls eine sehr praktische Strategie. Doch sie erfordert das richtige Timing. Drücke und halte LS auf eine Seite, links oder rechts, und drücke Dingsbums. Wenn du eine Rolle verführst, bist du unverwundbar, solange du dich auf dem Boden befindest, nicht beim Aufrichten oder Abducken. Harte Schläge funktionieren ähnlich wie die schnellen. Sie dauern nur länger und verursachen dafür aber mehr Schaden. Drücke Dingsbums, um dem Marodeur wirklich weh zu tun. Dingsbums. Du kannst jetzt mit einem weiteren schweren Angriff nachsetzen, indem du Dingsbums drückst. Nur zu, es kann nichts passieren, da sich der Marodeur nicht rechtzeitig erholt. Für den Rest des Spiels musst du das Risiko selbst einschätzen. Die zweite Regel im Kampf lautet Haushalten. Der orange Balken unten im Bild zeigt deine Energie an. Behalte sie beim Kämpfen im Auge. Sie regeneriert sich zwar, aber wird von den meisten Aktionen verbraucht. Ach ja, Glückwunsch zu deinem Sieg. Drücke Dingsbums, um dein Abenteuer zu beginnen. Für alle drei Balken unten, Gesundheit rot, Energie orange, Magie blau, sind höhere Level möglich. Sehr schön. Ja, man kann hier die komplette Gegend ein bisschen zerstören. Was ich ganz gerne mache, denn random in diesen Dingern befinden sich mal Sachen, die man einsammeln kann. Und ja, das komplette Spiel ist echt richtig krass vom Timing abhängig. Ich bin, wo ich vorhin die ersten eineinhalb Stunden aufgenommen habe, verzweifelt an manchen Sachen, ja. Ich war kurz davor, dass ich sage, nee, das ist nichts für mich. So schlimm. So, und jetzt sollen wir hier mit Carslo sprechen. Oh, warte, da leuchtet was. Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch, es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge, es brannte und brennt sich immer weiter in mich hinein. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was diese Audio-Logs dann machen, aber ich hoffe mal, wir bekommen nicht allzu viel von diesen komischen Kreaturen jetzt erstmal zu sehen. Ja, wie gesagt, von der Grafik her ist es richtig nice. Also, das hat echt was.
So, aber jetzt sprechen wir mit Caslo, dass wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen, Freunde. Sie ist verschlossen. Ja, und du blutest. Caslo, du verlierst immer noch Blut. Ach, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Es wäre eine Schande, wenn du es nach all dem nur bis zur Türschwelle schaffen würdest. Ich habe solche Verletzungen schon behandelt. Ich kümmere mich darum, sobald wir drinnen sind. Jo. Wir machen textmäßig, also hier von diesen mächtig tollen Dialogen, machen wir einfach mal komplett alles durch, ne? Wie finden wir Antanas, wenn wir es reingeschafft haben? Der Mann, den wir suchen, er will gefunden werden. Ich sehe nur Leichen. Keinen einzigen Überlebenden. Antanas würde sein Leben geben, um sein Volk zu schützen. Wenn er noch lebt, dann gibt es auch noch andere. Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzubekommen. Vielleicht einen Schalter? Oder einen Schlüssel? So. Als nächstes findet er einen Schlüssel. Na gut, dann suchen wir jetzt mal einen Schlüssel. Ich mag diese Wucht einfach mit diesem riesigen Hammer. So, einen schönen guten Tag wünsche ich. So, alles zerstören, alles vernichten. So, ab und zu kann man auch mal aus diesen dämlichen Kreaturen irgendwas looten. Verschiedene Splitter und so ein Zeug. So, was macht das Wetter? Schwere Angriffe können aufgeladen werden. Mehr Energie bedeutet höheren Schaden. Halte bei deinem Angriff RT gedrückt. Okay. Oh. So. Diese brachiale Wucht, was der Typ einfach hat, ne? Genial. So, da hinten steht der Nächste. Und eine neue Rolle. Es ist in mir. Und es verändert mich. Mein Schädel. Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Es fühlt sich mit dem Gift in meinen Adern an. Eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach. Dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Ja, kann man auch mal so frei tot. Nein. So, durch Rollen können wir das Zeug kaputt machen. Da müssen wir nicht jedes Mal schlagen. Hier, siehst du, haben wir was gefunden. Hä? Warte. Ach nee, halt doch. Das ist ja cool, das hatte ich vorhin gar nicht gesehen. Was gibt's hier? Wo? Oh. Super, eine leere Flasche. Naja. Kann man mal mitnehmen. Ah. Jetzt. Drum hatte ich vorhin mehr Heiltränke, okay. Oh, da haben wir was vergessen. Eine leere Flasche bedeutet, dass wir einen Heiltrank mehr mitnehmen können. Das ist cool. So. Lage geklärt. Und da haben wir das nächste. Energiesplitter. Wow, 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 wow. Schlag doch nochmal.